Ich grüße in dem Namen Jesus Christus und ich wünsche jedem Gottes Segen. Ich will die Verse lesen, Römer Kapitel 5, 1-5, wo das so sein wird. Da wir nun gerechtfertigt worden sind durch Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unserem Herrn Jesus Christus, durch welchen wir im Glauben auch den Zugang erlangt haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, welcher uns gegeben ist. Die erste große Segnung, die diejenigen kriegen dürfen, das sind die, die im Glauben gerecht fertig worden sind. Und diese Segnung, was sie kriegen, ist Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Krieg ist vorbei. Die Feindseligkeiten, die sind begruft. Durch das Wort von unserem Herrn Jesus Christus sind alle Ursachen für die Feindschaft zwischen den Mensch und Gott ausgeräumt. Wir sind von Feind zu Freund geworden, und zwar durch ein Gnadenwunder. Was scheinert, kann die Bibel nicht aussprechen, und was scheinert jetzt auf dieser Welt nicht aussprechen, als was dort hier sein wird. Wie wir nun gerecht fertig worden sind durch den Glauben. Gerecht gesprochen für Gott ist mehr als uns an unsere Sünden verjäft. Sondern Jesus hat durch sein Blut uns für Gott ganz reich handgestellt. So, als wenn wir noch niemals wurden einen Fehler gemerkt haben. Ganz reich. Und das kommt durch den Glauben. Du wenn sagte, dort haben wir einen Frieden mit Gott, der unserem Herrn Jesus Christus. Es dort nicht, was wunderscheinet, weil wir Jesus immer verdanken, der hans ganze Leben, dort heu uns nicht bloß verjäft hat, sondern auch gerecht gesprochen hat für Gott. Bütterdem haben wir nach dem Zugang zu einer unbeschreibbaren Verrechtstellung für Gott. Wir sind in den Geläuften angenommen. Und du wennst du, wie Gott zu dich bist und worden von ihm so aus in einer Sehn geläuft. Der Vater streit nur auch an seine Hand entgehen und heute uns als Kinder, nicht als Fremde, heute uns willkommen. Diese Gnadenstellung, dort am Fuß alles, wenn es am uns aus der Jahren, die von Gott gerobt worden sind. Es dort eine Stellung, die so vollkommen und so durchhaftig ist oder anholend ist, wir würden sagen, was geblieben ist, so aus der Position Christi, weil wir in Christus sind. Und dann sagt er wieder, was wenn das noch nicht genug sein, sagt er, dann rühmen wir uns auch noch in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Dort bedeutet, dass wir Frieden haben in der Zeit, dass wir entgehen sollen, wenn wir nicht bloß diese ganze Herrlichkeit Gottes sein, sondern selbst auch die Herrlichkeit durchgestellt worden. Also wir wollen auch dahin kommen. Wir können diese volle Bedienung von dieser Hoffnung hier ab ihr gar nicht voll verstohlen oder erfunden. Auch wo wir dort, wie das Staunen der Ewa in aller Ewigkeit keinmal verlieren, sondern die ganze Ewigkeit, wo wir Gott dankbar sind der Ewa, weil wir wollen so viel mehr drehen, als was wir uns hier ab ihr überhaupt verstehen können. Die vierte Segnung ist der uns durch diese Reichfordierung zu doll wird, ist die Tatsache, dass wir uns nun auch in die Trübsalen freuen können. Nicht so ja über die Probleme, die man nun in dieser Zeit durchhält, sondern über die zukünftigen Ergebnisse, die kommen werden. Und das ist eine von den wunderbarsten, von dem christlichen Glauben, dass diese Freude in den Anfechtungen, dass wir dort haben können. Dass jeder von der Freude ist die Sinn, nicht Leiden. Aber hier sagt er, dass wir uns freuen können hier und wir ausholen. Das bringt uns Geduld, das trägt uns Nudra. Wir können niemals geduldig werden, wenn wir in unserem Leben keine Probleme würden begegnen. Und Paulus geht nur wieder, um dort zu erklären, dass ausholen, das Ausharren, dass das Bewährung bringt. Bewährung meint ihr hier nicht bewahren, sondern bewähren ist, wenn ich mir eine Sache schäupen darf. Und der hält mich so ja lang, dann sage ich, der hat sich gelohnt, diese Sache zu schäupen, der hat sich bewährt, dort ist er gut wird gewasst. Und dort wird hier nun gebraucht, als bewähren. Paulus sagt, wir freuen uns durch die Trübsalen, weil wir haben Jesus. Und wir holen ut,
und wir bewähren uns zu einem, das bringt uns nur zu Gott. Wenn Gott sieht, wenn wir uns in unsere Prüfungen bewähren, und unsere Hoffnung nicht auf Arm saßen, dass er seine Aussicht in unserem Leben verwirklichen kann, dann gibt er uns den Siegel, also dass wir gut bewährt sind. Wir sind geprüft worden und wir haben uns bewährt, also wir sind treu geblieben. In diesem Sinn erfällt uns diese Bewährung mit Hoffnung. Wir wollten, dass Gott in unserem Leben wirkt, unseren Charakter formt und dass er uns dort vertrauen. Dort hat er aus den Jahren, die er das gute Wort in uns angefangen hat, das Wort auch bei ihm einbringen. So ist das auch in Philippa 1 Saas sein. Die Hoffnung aber lässt nicht schauen werden. Wenn wir auf irgendwas hoffen würden, doch Luther würden wir rüttfingen, dass wir das niemals die Tränen haben. Dann wäre unsere Hoffnung enttäuscht oder zu schauen geworden. Doch diese Hoffnung, ab unserer Radung, wird das hier sein, die wird niemals enttäuscht werden. Wir wollen niemals zu schauen worden oder bemerken, dass wir unsere falsche Hoffnung gemerkt haben. Wir können nur ganz sicher sein, weil der Leib Gottes übergegangen ist in unsere Worten. Der Leib Gottes kann entweder unser Leib zu Gott bedienen oder seine Leib zu uns. Ich verstehe hier, es hat der Beweis Gott selber, als hier gemeint. Gottes zu uns, dass der Heilige Jesus in uns kommen wird, dann ist der Augenblick, wo wir uns bekehren zu dem Herrn Jesus. Und dann ist in dem Heiligen Jesus uns gegeben worden, indem wir geglaubt haben. Und der Jesus überflutet, also der überrannt unsere Worten mit diesen Auswirkungen von der ewigen Leib Gottes. Du da schrieb diese Glaubensgewissheit, dass wir uns ganz sicher sind, dass er uns sicher in die himmlische Heimat bringen wird, nur dem wir dem Heiligen Jesus getreten haben, wo wir möchten, dass Gott uns vom Horten gut ist. Das geht hier nicht um ein Gefühl, dass irgendjemand über uns bloß wohnt, der sich um die ganze Menschheit zu kämmern wird, sondern das geht um eine feste Überzeugung, Gott ist ein persönlicher Gott und er liebt mich. Wird ja wie unseren himmlischen Vater so dankbar für sein. Gerechtfertigt durch den Glauben. Wer will Jesus noch danken? Wer will beten? Danke, Herr Jesus, dass du gekommen bist, uns sündige Menschen zu vergeben, aber auch zu reichfordern. Danke, wenn wir dir im Glauben angenommen haben, dass wir dann in Gottes Augen dir reichstohnen, durch dein Blut auf Golgatha. Wir danken dir dafür, dass wir dann auch dürfen der schwere Tiden glücklich sein, weil wir checken in der Zukunft und wie weit ein Wort an uns kommen wird. Ewige Herrlichkeit. Danke dafür, Herr Jesus. Und wir freuen uns am dienen Segen. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.